So, wir haben unsere Sachen zusammengepackt, hier bei der Bevölkerungsfest im Gemeindehaus Zottelfingen. Der zweite Teil, dort gehen wir jetzt rauf, in der Schulanlage Zottelfingen. Und ich habe Sie dort mitzuschauen. Viel Spass! Die Landetiefpreise sind unglaublich günstig. Zum Beispiel der handliche Akkubesensauger für nur 99 Franken. Oder Bratpfanne mit Glasdeckel für nur 9,95 Franken. Top Qualität, einfach immer günstig. Jetzt bequem online bestellen auf landi.ch. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Abend in dieser wunderschönen Metzgerhalle hier in Oppenfingen. An dieser Stelle möchte ich mich aber noch ganz herzlich bei Jörg Solzer bedanken für den grosszügigen Fazit, den wir entgegennehmen durften für die Bewerbung des 80-Jahr-Jubiläums vom Jodelclub Altberg. Oh,
Ja, lieber Jürg, seit 13 Jahren, fast auf den Tag genau, bist du Mitglied vom Kantonsrat. Du bist nämlich am 9. Mai 2011 eingetreten. Ein Blick in die Historie von deinen Vorstössen hat mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Dein allererster Vorstoss als Erstunterzeichner im Oktober 2014 ist eine dringliche Anfrage mit dem Titel «Auffallende Einnahmen bei den kantonalen Motorfahrzeugsteuern». Wenn Sie meinen, ich bin ein bisschen heiser, ist das so, weil ich bin heute im Kantonsrat und habe sehr lange geredet. Ja, indirekt in dem Vorstoss, lieber Jürg, hast du die hohen Einnahmen bei den kantonalen Motorfahrzeugsteuern kritisiert. Das nicht ohne Grund. So hat deine Sulzer Gruppe wohl mit ihren Transportdienstleistungen und allen Lastwagen in ihrem Fuhrpark maßgeblich zu diesen hohen Motorfahrzeugsteuereinnahmen beitragen. Im Januar 2017 hast du dann mit einer parlamentarischen Initiative eine Reduktion der Verkehrsabgaben für Lastwagen, schwere Sattelschlepper und Gesellschaftswagen gefordert. Als Mitunterzeichner hast du später dann auch eine Reduktion der Gebühren beim Straßenverkehrsamt verlangt. Du hast also im Kantonsrat das erste Mal deine eigenen unternehmerischen Interessen eingebracht. Als zweiter Schritt hast du dich dann als Mitunterzeichner aus deinem persönlichen beruflichen Gärtchen herausbewegt und bist quasi mitten ins Herz der Zürcher Hundehalter vorgestossen. Mit dem Altkantonsrat Peter Preissig hast du die Anpassung vom Hundegesetz gefordert. Mit der Absicht, dass nur noch Leute, die das erste Mal einen Hund erwerben, einen Hundekurs machen müssen. Nachdem dann die Zürcher Bevölkerung für die Beibehaltung von Hundekursen gestimmt hat, ist dein Anliegen von mir übrigens und dann vom Regierungsrat in die Hundeverordnung aufgenommen worden. Vom Theoriekurs befreit werden soll, wer innerhalb der letzten 10 Jahre einen Hund gehalten hat. Aber die Hundeausbildner haben Beschwerden eingereicht bis vor Bundesgericht. Darum ist auch 10 Jahre später noch nicht für alles unter Dach und Fach. Aber so ist es ja mit der Politik, man braucht manchmal einen langen Atem. Dass du so einen langen Atem hast, lieber Jörg, hast du bewiesen. Du hast 1,5 Jahre lang auf deine Frau Bea eingeredet, bis sie weich geworden ist und einem Hundekauf zugestimmt hat. Die hat heute, zumindest vorläufig, ihren Höhepunkt erreicht. Als Kantonsratspräsident werden dir Ruhm und Ehre zuteil und Ottelfingen hat nach dem Zottel ihren zweiten berühmten Einwohner. Das Präsidiumsjahr bringt aber auch Verpflichtungen mit sich. Für ein Jahr repräsentierst du als höchster Zürcher unseren schönen Kanton und seine Bevölkerung auf kantonaler und nationaler Ebene. Dass du jetzt mehr draußen bist und unter den Leuten, freut die anwesende Parteileitung, weil letztlich vertrittst du auch die SVP. Aber wie ich es mitbekommen habe, freut es auch die Mitarbeitenden in deinem Unternehmen. Weil sie freuen sich darauf, dass sie jetzt ein Jahr ungestört arbeiten können und du nicht mit ihren Ideen rund um die was sie noch mehr machen könnten. Ja, lieber Jürgen, du bist für deine Ideen bekannt. Als die Covid-Pandemie ihren Höhepunkt erreicht hat, bist du ins Maskengeschäft eingestiegen. Ja, lieber Jürgen, du übernimmst jetzt die Verantwortung. Du bist jetzt der Botschafter vom Kanton Zürich, vom wichtigsten Kanton in unserem Land und Botschafter von der wichtigsten und grössten Partei in unserem Land. Ja, der Jürg ist fast seine ganze Kantonsratszeit in der Finanzkommission gewesen. Er kennt Zahlen vom Kanton in- und auswendig, weiss über die finanziellen Verhältnisse Bescheid. Nur lieber Jürg, bei den Bauern hast du noch nicht so Bescheid gewusst, bis vor circa einem halben Jahr. Zürich war Gastkanton an der Olma. Und der Jürg, wie er lebt, ist er kurzerhand an die Kälberauktion und hat mitgeboten um ein Kalb. Und er hat eben die finanziellen Verhältnisse von uns Bauern nicht gekannt und hat gerade mal 2'000 Franken gesetzt. Und ein paar Sekunden später hat er grosse Augen gemacht, wo das Kalb plötzlich in seinem Besitz war. Lieber Jürg, genau so habe ich dich kennengelernt. Bodenständig, kollegial, gesellig, ein Schlitzohr und immer für einen Spass zu haben. Ich wünsche dir für dein Amtsjahr die nötige Gelassenheit, aber noch viel mehr wünsche ich dir
ganz viel Stichentscheid. Und lieber Jürg, bitte drück dann auch das richtige Knöpfchen. Ja, Sie sehen, ich habe die Wette schon gewonnen. Nichtsdestotrotz, dass dir die Langarmhemper in die Mantel ja nicht ausgehen, habe ich dir hier einen kleinen Gutschein für ein Hempergeschäft in Zürich. Schnell ergänzen. Gell? Der Lady hat nicht gesagt, ich müsse ein langärmliches Hemd kaufen. Und so wie ich informiert bin, gibt es viel mehr kurzärmliche Hemden statt langärmliche. Ja, wer sind wir denn? Es ist schon verschiedentlich erwähnt worden. Wir sind Kollegen, die die meiste Zeit von deinem Leben mit dir verbracht haben. Und somit einen nicht unwesentlichen Einfluss haben an deiner sportlichen, aber auch an deiner politischen Karriere. Es hat vor vielen Jahren im Fußball angefangen. Und zwar beim Sportverein Bürolos. Ja, liebe Anwesende, am Jürgi seine Hechtköpfler sind legendär gewesen. Und als Stürmer hat er Menge Verteidigung zum Verzweifeln gebracht. Seine Ausrichtung war zwar noch nicht ganz klar, ob links, ob rechts, aber schlussendlich hat er als Mittelstürmer, als Topscorer uns am meisten gebracht. Doch einige Blessuren haben seine Karriere beim SV Würolos. Würolos ist unsere Nachbargemeinde, man hat schon erwähnt, also überkantonal tätig. Dann halt beendet, aber dann ist es wirklich seriös geworden. Er hat sich nämlich uns angeschlossen, der Old Hill Biker. Altberg, Legere, also eben Neudeutsch, wir haben uns halt auch ein bisschen entwickeln müssen. Alles ehemalige Kicker-Kollegen, die ja, ihre tolle Form noch ein bisschen beibehalten wollten. Das war jetzt wirklich die härte sportliche Schule gewesen, wo die Jürg also so richtig geformt hat. Ausfahrten bei Wind und Wetter, manchmal etwas orientierungslos, da gibt es gewisse Analogien zu anderen Tätigkeiten. Aber non problemas, der Kompass oder neudeutsch GPS konsultiert, neu fokussiert und der Jürg war wieder bei den Leuten gewesen. Mit zunehmendem Alter, wir haben das gehört, ist plötzlich das E-Bike ein Thema gewesen. Und der Jürg hat den Ruf, also seine Batterien sehr intensiv können zu nutzen. Und manche Berghütte hat nicht nur den Kuhdraht, das Kassensystem, sondern auch am Jürg seine Batterien müssen alimentieren. Darum vermuten wir, dass er doch einige Sympathien könnte haben für das Energiegesetz von seinem Kollegen Albert Rösti. So, das war unser sportlicher Beitrag. Bodenhaftigkeit und der Kontakt zur lokalen Volkswirtschaft mit Betonung auf Wirtschaft hat natürlich nicht dürfen fehlen und hat unser Coaching zum volksnähen Politiker vervollständigt. Aber falls es etwas zu gross wird sein, keine Angst, im Verlauf dieses Jahr wirst du sicher reinwachsen. Ich habe gelernt, der höchste Zürcher hat einen Weibel. Ich habe mir erlaubt, auch einen Weibel mitzubringen. Lieber Marcel, das ist ein Biker-Kollege von mir, würdest du bitte das Libri schnell präsentieren? Das wäre also das Libri für den Jürg. Ich hoffe, passend in den Farben. Und auf der einen Seite haben wir uns erlaubt, dann drauf zu drucken, das Nummer 1 von Zürich. Also, lieber Jürg, ich möchte dich bitten, doch schnell rauszukommen, das Liebli zu probieren. So, here's the first step in the
Hoi Mario, du hast gerade Dirk Sulzer gehört, ein guter Kollege von mir. Seit Jahren haben wir zusammen geshootet, zusammen Velo gefahren, jetzt immer noch. Jetzt hat Bauer Müsli gehört von ihm. Hast du das gehört oder gewusst, was er alles gemacht hat? Ja, ich weiss einfach, dass Jürg wahnsinnig viel macht. Ich weiss gar nicht, wie er das in 24 Stunden unterbringt. Er ist Unternehmer, er ist Politiker, er ist auch ganz ein geselliger Mensch, ein guter Kollege, immer ein guter Spruch drauf. Es ist ganz toll, dass er jetzt Kantonsratspräsident geworden ist. Das freut mich sehr und ich glaube, du bist auch ein unkomplizierter Geselliger, so wie ich dich kenne. Hast sicher mit ihm auch schon etwas Bier getrunken nach einem strengen Parteitag, oder? Ja, der Jürg ist einfach unkompliziert. Wenn man ihn trifft, dann trinkt man etwas zusammen, dann hat man es lustig. Und das ist immer wahnsinnig offen, das gefällt mir. Oder? Auch in der Welt, Politik ist nicht immer eine Welt, wo alle ganz offen sind miteinander. Aber der Jürg ist total offen, los zu, hat das Argument, mag auch mal eine Auseinandersetzung vertragen und nachher ein Bier trinken. Ich glaube, er wird ein ganz guter Kantonsratspräsident. Das freut mich sehr, Mario. Und hast mir aus dem Herzen gesprochen. In dem Fall gibt es eine gute Zusammenarbeit mit dem Jürg, nehme ich an. Also mit Jürg ist es einfach gut. Wir als Regierung sind ja ganz viel unterwegs mit dem Kantonsratspräsident. Also ich werde ihn 30, 40, 50 Mal sehen in diesem Jahr. Und ich freue mich darauf. Gut, also gutes Nachtessen und schönen Abend noch. Wie findest du da die Wahl von Jürg Sulzer als Kantonsratspräsident? Ja, ist natürlich super und dass wir jetzt nebst der Regierungspräsidentin das Jahr auch den höchsten Zürcher haben. Und ich mag es am Jürg sehr gönnen und ich gratuliere ihm ganz herzlich auch nochmal auf dem Weg. Man gehört, du bist jetzt auch ein Unterländer, ist das richtig? Ja, ich bin ganz frisch seit dem 1. April, wo ich jetzt hier im Wehental, also eigentlich fast in der Nachbarsgemeinde in Oberweningen. Umso mehr freut sich mich jetzt natürlich, dass jetzt quasi mit dem Jürg einer von uns der höchste Zürcher ist. Ich komme jetzt zusammen, du bist relativ jung und er ist fix im oberen Segment. Wir arbeiten noch gut zusammen, jung und alt. Ich war 7 Jahre mit ihm zusammen im Kantonsrat und das hat immer gut funktioniert. Also, der Jürg ist sicher immer einer, der direkt geradeaus sagt, was er denkt. Bei ihm weisst du immer, woran du bist. Und das ist eigentlich noch angenehm. Ja. Super, dann freuen wir uns auf ihm seine Laufzeit, die er hat, das ganze Jahr lang. Und dir natürlich gute Zeit im Nationalrat. Nathalie, jetzt ist der SVP wirklich dominant das Jahr. Wie geht es mit dem Jürg? Kommst du gut aus mit ihm? Du hast ein paar Sachen erklärt aus seinen Zeiten. Ja, wir kommen gut aus. Aber heute, an der ersten Sitzung, hat er mich unterbrochen, als ich mit meinen Themen dran war. Und er hat gesagt, er müsse jetzt zum Apero. Also, heute hat er andere Prioritäten gesetzt. Aber sonst kommen wir gut aus. Sonst kommen wir gut aus. Eben, heute hast du ein paar Sachen erzählt, als er in den Kantonsrat gekommen ist. Hat er, glaube ich, schon auf die Eigenmühle geschafft am Anfang? Ein Stück weit ist es auch normal, weil man bringt in der Schweiz im beruflichen Hintergrund ein, wie wir ein Profiparlament haben. Ja, da hat er viel Vorstöße gemacht, hat eine Strassenverkehrsabgabe oder dann zum Beispiel zum Hundegesetz, dass wir das anpassen müssen, dass wer schon mal einen Hund hat, dass man da nicht wieder einen Hundekurs machen muss. Das ist heute leider immer noch vor Gericht. Und so habe ich gesagt, jetzt muss halt Bea den Hundekurs machen, weil er hat jetzt ja keine Zeit mehr als Kantonsratspräsident. Also ich glaube, das ist bei den Leuten sehr gut übergekommen, dass mir im Nacken gefällt. Wir haben trotz verschiedener Ansichten in den Räten, in den Regierungen, muss man gleich immer noch miteinander auskommen. Ich glaube, das klappt in Zürich aber gut, oder? Also ich glaube, in der ganzen Schweiz. Also ich glaube, das ist aber wirklich, weil wir die direkte Demokratie haben, weil die Leute bei uns können mitreden können. Draussen, das Volk kann 4-mal im Jahr abstimmen. Das gibt es in keinem anderen Land auf der Welt. Und die Kantonsräte sind ja zum Beispiel auch da, zu schauen, ob die Regierung ihren Job richtig macht. Ja, manchmal fliegen die Fetzen, dann ist man verrückt. Und man sagt mir so schön, nachher geht man halt gleich ein Bier trinken zusammen. Ich glaube, das ist einmalig. Ich staune noch, wäre, dass du die Energie hinbringst. Du hast gleich ein heikles Thema mit den ganzen Spitälern, Gesundheitswesen etc. Wie kannst du das alles unter einen Hut bringen? Hast du genug Zeit, um dich herholen? Ja, nicht immer gleich viel. Manchmal ist es wirklich auch anstrengend und beschäftigt einem auch. Und dann gibt es gleich wieder Gelegenheit, zum entspannen. Ich gehe zum Beispiel gerne in die Natur, in den Wald oder im Sommer auch wandern. Oder im Winter Skifahren. Mir gibt Natur sehr viel. Und sonst mache ich ein bisschen Yoga und Pilates. So ein bisschen den Geist runterfahren. Super, danke vielmals, Nati. Ich wünsche einen ganz schönen Abend. Und toi, 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 dein Präsidialwahl. Es freut mich, dass ich, wenn auch spät, aber dass ich noch ein paar Worte an euch erpflichte. Es war der ausdrückliche Wunsch vom Urs, vom Jürg. Aber ich kann dich heute auch Urs nennen. Vom Jürg war es, dass ich eine Laudatio sollte halten. Da habe ich mir überlegt, ja, eine Laudatio, lieber Jürg. Eine Laudatio ist im Rahmen eines Festakts gehaltene feierliche Rede, in der jemandes Leistungen und Verdienste gewürdigt werden. Ja, was soll ich denn jetzt eigentlich würdigen? Du bist erst seit ein paar Stunden Kantonsratspräsident. Ich weiss, du bist immer ein bisschen schnell unterwegs, aber das wäre es doch ein bisschen schnell. Und darum muss ich halt. Ja, es ist so, ich muss ein bisschen zurückschauen.
Da gibt es zwei, drei Sachen, die wirklich auf das hinweisen. Also das eine ist, das ist mir heute Morgen oder jetzt gerade aufgefallen, dass du als Reformierter den Kantonsrat Zwie aus dem katholischen Kloster holst, wo im Kanton Aargau wächst und im Kanton Schweiz gekentert wird. Da ist noch nicht so lange her, da hast du bei anderen Kantonsratspräsidenten Knasse gerümpft, wenn sie außerhalb vom Kanton Zürich waren. Aber man sollte halt nicht mit Steinen sich rühren, wenn man im Glashaus sitzt. Und ganz zum Schluss möchte ich dir einfach nochmal gratulieren. Jürg, du hast es geschafft. Jetzt bist du zoberst. Jetzt musst du den Rat führen. Und führen heisst bekanntlich, das hat letzte NZZ, der Immanuel Kant auch wieder zitiert, das heisst, dass du kannst den Leuten Orientierung geben, ohne dass die Fähigkeit zu erkennen, so weit reicht wie die Notwendigkeit zu entscheiden. Und wenn du diesen Spruch befolgst, dann werden auch deine Ausführungen von heute Vormittag Zitat. Du hättest ein bisschen Angst vor der Zitat jungen linken Städterin. Das habe ich gehört. Dann wird die Angst sofort verfliegen und du wirst es mit ihr auch gut können, weil du kannst dann führen. Silvi hat es dir vorgemacht. Sie war auch bei der Asta und es ist sehr gut gegangen. Viel Glück und Erfolg in deinem Jahr, Jürg. Nicht weil ich die Weine gemacht hätte, der Dominik Mattis, der Kellermeister und Önolog vom Klosterfahr, ist in der Ferien. Darum habe ich die Gnade und Freude, können die Weine euch heute vorstellen. Klosterfahr sind 1100, wird im Klosterfahr Weinbau produziert. Übrigens, das sagt das Kloster wenigstens, sechs einzige noch Doppelkloster auf der Welt. Man hätte natürlich ein bisschen Distanzen haben zwischen Benediktinerinnen im Pfarr und zwischen den Mönchen in Einsiedeln. Und ja, es ist richtig, heute werden die Weine in Einsiedeln gekeltert. Einfach wie man vor 3 Jahren in den Pfarr hätte, müssen so viel investieren, dass es nicht mehr gegangen wäre, vernünftige Weine zu machen. So, der Pinot Gris, den wir ausgelesen haben mit dem Jürg zusammen, ist ein Wein aus den Wieniger Rebbergen, der so auch seit Jahren schon produziert wird. Aber der Rotwein, das ist ein Wein, der ausschließlich für den Jürg oder im Zusammenhang mit dem Jürg und mit dem Dominik Mattis zusammengestellt worden ist. Wieniger bietet nicht nur Rebbergen zum ganz tolle Pinot Noir machen, sondern in Wieniger wachsen auch seit einigen Jahren ganz tolle internationale Sorten. Zweigelt, Cabernet Sauvignon und andere mehr, Malbec. Und so haben wir die Gelegenheit wahrgenommen, um eine Facette vom Kanton Zürich zu zeigen, wie man sie vielleicht bis jetzt noch nicht so wahrgenommen hat. Ladies and Gentlemen, now on stage, Jürg Sulze! Ich freue mich sehr, dass ich heute als frisch gewählter Präsident vom Kantonsrat Zürich vor euch stehen darf. Noch mehr freut mich natürlich, euch heute in meinem schönen Heimatdorf Ottelfingen zu begrüßen und mit euch feiern zu dürfen. Es war ein langer Weg hierhin, eine politische Reise über viele Jahre hinweg. Und die Reise war immer eins. Sie war immer ganz besonders intensiv. Es war ein Weg, wo ich ohne den Rückhalt und die Unterstützung von meiner Frau Beatrice und meinen beiden Söhnen Oliver und Sandro nie geschafft hätte. Für das möchte ich euch von ganzem Herzen Danke sagen. Gleichzeitig konnte ich immer auch auf die Unterstützung von vielen Weggefährtinnen und Gefährten zählen. Freunde und Mitstreiter, hier in Ottelfingen, im Geschäft, im Rat, in der Partei und in meinen gewerbepolitischen Ämtern. Danke euch alle und schön, dass so viele von euch heute gekommen sind, um gemeinsam mit mir anzustossen. Wenn ich so durch den Saal schaue, sehe ich viele bekannte und vertraute Gesichter. Meine Familie, meine Freunde und Bekannten, das Führungsteam von meinen Firmen, Vertreter von der Gemeinde Ottelfingen, wo das wunderbare Fest für mich ausrichtet. Alles Menschen, die mir nahe sind und die ich schätze. Und ich sehe Gäste, die heute für meine Feier in mein Heimatdorf gekommen sind.
Viele von Ihnen haben unser Dorf am westlichen Rand des Kantons, im schönen Vortal, am Fuss der Lägere, wohl kaum kennt. Viele kennen es vielleicht höchstens als Umweg auf ihrem Schleichweg, um einem Gubristau auszuweichen. Liebe Gäste von fern, kommen Sie doch einmal in Ihrer Freizeit in unsere schöne Region und lassen Sie sich überraschen, was wir alles zu bieten haben. Ich versichere euch, dass ich mein Amt als Kantonsratspräsident mit voller Hingabe und Leidenschaft werde ausüben. Als Kantonsratspräsident werde ich mich mit all meiner Kraft dafür einsetzen, dass wir zu der grossen Frage im vor uns liegenden Amtsjahr 2025 gemeinsam und breit abgestützte Antworten finden werden, über die Parteigrenzen hinweg. Setzen Sie sich mit mir zusammen für einen sicheren, gesunden und erfolgreichen Kanton Zürich mit einer hohen Lebensqualität ein. Herzlichen Dank. Barbara Schaffner, die Gemeindepräsidentin, allen Gemeinderats, allen vielen Helfern, die da geholfen haben vom Gemeindeplatzone, an dieser Stelle nochmal ein Danke, danke vielmals. Meine Frau hat gerade gesagt, meine Redezeit sei fertig. Ottofingen und das ganze Vorteil hat mit Jürg Sulzer als neuen Kantonsratspräsident. Und der hat man gebührend gefeiert hier in Ottofingen. Die Gemeinde Ottofingen hat sich hier nicht lumpen lassen. Ein ganz schöner Anlass hat hier oben im Schulhausanlage von Ottofingen stattgefunden. Verschiedene Regierungsräte gesprochen, Jürg Sulzer natürlich, Unterhaltung gespottet worden. Und Jürg ist richtig eingeschult worden, respektive eingeführt worden auf das neue Amt, das er jetzt wird bekleiden wird. Keine einfache Aufgabe für ihn, aber er wird das schaffen. Wo ein Will ist ein Weg. Er hat schon ganz anders geschafft. Jürg, in dem Sinne, toi, toi, toi. Du machst das super. Alles, alles Liebe, alles, alles Gute für die kommende Aufgabe in Zürich als Kantonsratspräsident. Tschüss zusammen. Die lange Tiefpreis-Hits, unglaublich günstig. Zum Beispiel der handliche Akkubesensauger für nur 99 Franken. Oder die Bratpfanne mit Glasdeckel für nur 9 Franken 95. Top Qualität, einfach immer günstig. Jetzt bequem online bestellen auf landi.ch.